Ich bin Janik Schlachter, 23 Jahre alt, gelernter Fliesenleger und komme aus dem schönen Südschwarzwald. Wir sind ja gerade in Bozen, Südtirol und es ist die Weltmeisterschaft der Fliesenleger. Ich trete an, vertrete Deutschland und wir hoffen natürlich, den Titel zu holen. Ich bin ja bereits amtierender Europameister und natürlich, der Druck ist dann hoch hier in der Weltmeisterschaft. Ich habe geschwitzt, vielleicht sind sogar ein paar Tränen geflossen. Ach, einfach geil, geile Emotionen. Mein Name ist Marcel Bayer und ich bin Fliesenlegermeister und nun Bundestrainer für die Fliesenleger-Nationalmannschaft und Experte bei den diesjährigen World Skills. Die Aufgabe besteht aus zwei Wandmodulen, wo ein Schnittbild hergestellt werden muss. Einer schmalen Wand mit einer Nische, die er mauern muss. Und einen Fußboden mit einem vielseitigen Gefälle, ähnlich wie einen Duschboden mit einer Aufkantung. Ja, ich glaube, wir spielen relativ weit oben mit. Ich muss auf jeden Fall noch Gas geben, dass ich das Level halten kann. Insgesamt haben wir 22 Stunden. Es sind natürlich viele Schwierigkeiten da. Es sind viele Gehrungen, sehr viele Schnitte. Es wird ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Österreich und Südtirol. Ich habe gesagt, du musst die Maße einhalten, du musst gucken, ist alles im Winkel, ist alles ebenflächig, stimmt die Waage. Ich bin fertig geworden, vierter Tag. Es war wirklich ein Fotofinish, letzten Sekunden noch am Arbeiten gewesen. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich fertig bin. Natürlich super geil, ganz viele Freunde sind hier, die Familie ist hier. Natürlich das pusht ein, die fiebern mit, ich fieber und dann, so muss was werden. Ich bin sehr stolz auf Janik. Er hat das super cool über die Bühne gebracht. The silver medal of the skill wall and floor tiling goes to Janik Schlachter. Zweiter Platz. Ich wäre gerne Erster geworden, aber natürlich, ich glaube, Zweitbester der Welt mal zu sein, ist nicht gerade das Schlechteste. Ja, der Wettbewerb an sich natürlich mega geil. Also die 5 Tage, ich habe das geliebt. Jeden Tag arbeiten, Stress haben, schwitzen, weinen und am Ende dann wirklich mit einer Medaille heimgehen, auf der Tribüne stehen. Ja, muss man machen.